Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 22. bei Marschland TV-Folge. Heute bei mir das zweite Mal Judith Busch. Judith ist die Koordinatorin vom Ernährungsrat Oldenburg aus Oldenburg und setzt sich eben für die nachhaltige und regionale Ernährung hier in Oldenburg ein, ist da sehr aktiv. Und stell dich mal kurz vor, was machst du genau, was sind deine Aufgaben und ja, hol uns kurz ab. Ja, also erstmal schön, dass ich hier sein kann. Genau, ich arbeite als Koordinatorin vom Ernährungsrat. Das heißt, dass wir mit einem großen Team von Ehrenamtlichen uns für regionale, ökologische, faire Ernährung hier in der Region einsetzen. Das heißt, eigentlich besteht der Ernährungsrat aus Ehrenamtlichen, aus 15 gewählten Ehrenamtlichen, Landwirte, Restaurantbesitzer, Leute aus der Zivilgesellschaft, von Foodsharing zum Beispiel, der Greenpeace, die zusammen überlegen, okay, welche Projekte können wir umsetzen mit der Zivilgesellschaft und für die Zivilgesellschaft, um Ernährungsbildung zu stärken und ja, das Bewusstsein wieder zu stärken für nachhaltige Ernährung. Stark. Und andererseits arbeiten wir auf politischer Ebene daran, eben ja, nachhaltige Ernährung auch wieder in das Bewusstsein der Stadtpolitik zu bringen. Ja. Und genau, ich habe aber eine halbe Stelle, um die ganze Koordinationsarbeit zu übernehmen von den Projekten. Und du bist wahrscheinlich auch gut damit beschäftigt, ne? Tatsächlich, es gibt viel zu tun. Man merkt, dass das Thema ja vielen Menschen immer wichtiger wird und dass es immer mehr Ideen auch gibt, die man umsetzen will. Aber ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Absolut. Ja, wenn ihr Fragen habt an Judith oder an den allgemeinen Ernährungsrat insgesamt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Die Kontaktdaten von Judith, wenn wir dürfen, werden wir auf jeden Fall auch bekannt geben, sodass ihr euch an sie wendet. Wenn ihr Fragen jetzt zu dem folgenden Thema habt, wir werden heute das Thema Ernährungswende in Oldenburg mal diskutieren und besprechen. Und das zweite Thema ist essbare Schulen in Oldenburg. Das sollte jetzt irgendwie alle Mütter und Eltern ansprechen, die ihre Kinder hier in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten haben, einfach da mal mitzuhören und zu gucken, was da so passiert. Weil Ernährung geht uns alle an. Ja? Wir haben es vorhin kurz gehabt. Man hat selber das von seinen Eltern mitgekriegt. Man wurde auch irgendwie geformt und geprägt. Ne, und das sollte man halt auch ins Leben mitnehmen, ne, dass man halt eine gesunde Ernährung hat, gute Ernährung hat. Das ist das Thema, was uns alle wirklich verbindet. Ja, sonst gibt es so viele Themen, die immer nur bestimmte Bevölkerungsgruppen ansprechen, aber jeder isst. Ja, genau. Ne, und müssen wir nur gucken, was es ist, woher das Ganze kommt und welche Vorteile das hat, wenn wir uns hier aus der Region ernähren. Und, aber von vorn, erklär mir kurz, was ist eine nachhaltige Ernährungswende? Was beinhaltet das? Hol uns kurz ab. Okay, genau. Also unser Hauptziel als Ernährungsrat ist es, eine nachhaltige Ernährungswende hier umzusetzen in Oldenburg und der Umgebung. Das heißt, dass wir von zwei Seiten ansetzen, um uns zukunftsfähiger ernähren zu können. Wir haben eben gesehen, okay, es gibt so viele Probleme, Klimawandel, Umweltprobleme, Umweltzerstörung, Massentierhaltung, Gesundheitsprobleme, Menschen werden immer dicker, während in der Welt gesehen immer mehr Menschen hungern. Das kann ja auch nicht sein. Und wir setzen uns dafür ein, dass wir auf regionaler Ebene wieder Ernährungspolitik machen und schauen, wie wir uns regional ernähren können. Das heißt, dass wir uns bei der Stadtpolitik und der Verwaltung dafür einsetzen, dass das Thema Ernährung wieder auf die politische Agenda kommt, dass man wieder sieht, okay, wir als Kommune können total viel im Bereich nachhaltige Ernährung machen, wir können regionale Ernährung fördern, ökologische Ernährung fördern und dass wir fordern, eine Ernährungsstrategie umzusetzen tatsächlich. Also einen ganz konkreten Aktionsplan, wie schaffen wir es, mehr regionale Lebensmittel hier zu haben, mehr ökologische Lebensmittel. Und wir setzen aber auch von der anderen Seite an, weil wir genau wissen, okay, eine Ernährungswende funktioniert nur, wenn das Bewusstsein von uns Konsumentinnen eben auch da ist, dass wir natürlich auch die ökologischen und gut produzierten regionalen Lebensmittel nachfragen. Das heißt, wir machen jetzt Verbraucherbildung in verschiedensten Projekten. Ja, okay. Also es brauchen wir so zwei Seiten. Einmal braucht es die Politik und dann den Konsumenten. Aber vor allem ist da ja die Politik gefragt, oder? Genau. Das ist mir ein total wichtiger und ein total wichtiges Anliegen, weil häufig diese Diskussion ansteht, ja, aber nur wenn wir Konsumenten nachfragen, was so ökologische Lebensmittel und so weiter angeht und regionale Lebensmittel, dann kann es auch eine Wende geben. Und wir tun das ja aber nicht. Und es gibt ja immer diesen Unterschied zwischen dem, dass wir sagen, wir wollen mehr ökologische Lebensmittel etc., aber wir kaufen es nicht. Ja. Und da wird schnell die Verantwortung auf uns Konsumentinnen abgewälzt. Und
wir haben definitiv eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Das sieht man ja schon in verschiedenen Beispielen. Es gibt immer mehr Bio, selbst im Discounter, wobei man das auch kritisch hinterfragen kann. Das ist EU-Bio, ne? Aber bei den Eiern hat es ja zum Beispiel auch funktioniert, dass ja bessere Haltungsbedingungen angefragt werden durch den Kauf, durch Konsumenten. Ja, also richtig. Konsumenten haben definitiv Macht, etwas zu verändern. Aber die Verantwortung dafür, dass wir uns gut ernähren können, auch zukünftig, die liegt bei der Politik. Ja, ja. Und die Politik hat eben die Möglichkeit, auch im großen Stil was zu verändern und schnelle Veränderungen mit sich zu bringen. Wenn wir als Konsumentinnen uns unseren Konsum verändern, ist das gut und toll, aber das dauert wahnsinnig lange. Und wenn wir ernst nehmen, was Wissenschaftler sagen zum Thema Klimawandel, Klimafolgen, Umweltzerstörung, dann brauchen wir einen schnellen Wandel. Ja, ja, ja. Nicht erst übermorgen, sondern am besten heute schon. Ja, ja. Absolut. Ja, und diese Standards, das wäre dann ja eben auch so ein Papier, was ihr aufsetzt. Wie genau nennst du das? Wie heißt das? Ernährungsstrategie. Strategie, genau. Ja. Und also, wenn das jemand von der Politik hier in Oldenburg sieht, ja, setzt euch zusammen, unterhaltet euch. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich kriege das auch immer mit von unseren Kunden. Die fragen häufig auch, wo kommen die Lebensmittel her? Wie werden die transportiert? Und das ist auch ein sensibles Thema. Und ich glaube, man muss sich als Politiker ja auch gar keine Angst vor haben vor diesem Thema. Ganz gar im Gegenteil, man soll sich dafür einsetzen, genau. Weil das halt auch gewollt wird. Ne? Ist gewollt. Es wird gewollt. Wir sind mit sehr vielen Menschen hier in Oldenburg im Gespräch, die sich wünschen, dass wir mehr regionale, ökologische, umweltfreundliche Lebensmittel haben. Aber das Angebot muss natürlich auch erstmal da sein und es muss auch transparent gemacht werden, was wirklich nachhaltig ist. Aber genau, der Wunsch ist da und da muss jetzt die Politik darauf reagieren und eben gemeinsam mit der Zivilbevölkerung auch so eine Ernährungsstrategie erarbeiten. Und wie du sagst, da muss gar keine Angst da sein, weil es in der Zivilbevölkerung wahnsinnig viel Expertise gibt zu dem Bereich und viele Menschen da gerne auch bereit sind, ihr Wissen mit einzubringen. Absolut. Das heißt, es wäre ein tolles Projekt, wofür wir uns einsetzen, eine Ernährungsstrategie von der Politik und der Stadtverwaltung zusammen mit der Bevölkerung Oldenburgs zu entwickeln. Okay. Und was kann jetzt ein einzelner Bürger vielleicht noch dazu tun, das zu unterstützen? Gibt es eine Petition? Gibt es da irgendwie eine Online-Umfrage, an der ich teilnehmen kann? Oder was kann ich noch irgendwie als Bürger machen, um halt das zu unterstützen, damit es da auch zur Umsetzung kommt? Kann ich da irgendwas machen? Einerseits unsere Arbeit unterstützen, kann ich nur sagen, weil wir das Gremium sind, das sich explizit dafür einsetzt, auf politischer Ebene was zu ändern. Das heißt, wir suchen immer ehrenamtliche Leute oder wer Lust hat, uns finanziell zu unterstützen, geht das natürlich geht das auch. Auch. Ja. Also man kann Spenden geben. Genau, man kann Spenden geben. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir können Spendenbescheinigungen ausstellen. Auf der anderen Seite aber auch einfach präsent sein. Zum Beispiel gibt es viel, was Fridays for Future gerade macht. Nächste Woche Donnerstag ist der Umweltausschuss, wo der Leitantrag von Fridays for Future, den sie mit der Stadtverwaltung und der Politik zusammen entwickelt haben, wo unter anderem auch die Forderung einer Ernährungsstrategie drinsteht. Dort wird dieser Antrag eingereicht und besprochen. Das heißt, wer Lust hat, sich dafür einzusetzen, sollte nächste Woche zum Umweltausschuss kommen, damit wir der Politik zeigen können, okay, es gibt super viele Leute in Oldenburg, die das wirklich wollen, ein Wandel. Wann ist das? Am Donnerstag um 17 Uhr. Und wo? In der Oberschule Ofener Diek. Und wenn ich mehr dazu erfahren will, kann ich es auch bei euch auf der Seite tun? Ja, genau. Einfach auf unsere Homepage schauen. Stell dich gleich rein, steht gerade noch nicht drauf, dann... Genau. Okay, also wenn ihr Interesse habt, da nächste Woche dabei zu sein, schaut mal auf die Seite. Judith wird es auf jeden Fall dann auf die Webseite stellen. Genau. Und macht mit, ne? Das kommt auf jeden Einzelnen an. Und es kommt auf jeden Einzelnen an, das ist so. Und wie ist das bei Schulen? Kommen wir schon zu dem zweiten Thema, essbare Schulen in Oldenburg. Mhm. Was bedeutet das? Mhm. Was heißt das? Ja, was beinhaltet diese Überschrift? Und wie wurdet ihr da in diesem Thema auch unterstützt? Auch schon von der Stadt irgendwie oder genau? Also essbare Schulen Oldenburg ist ein Projekt von uns, was wir vor allem letztes Jahr durchgeführt haben. Da sind wir an Schulen gegangen und haben dort Kistenbeete aufgestellt. Schön. Mit den Schülern zusammen haben die dann bepflanzt mit möglichst mehrjährigen Pflanzen. Kräuter und Gemüsepflanzen. Und haben uns dann mit den Schülern zusammengesetzt und dann verschiedene Lehreinheiten quasi durchgeführt, um am Kistenbild ganz praktisch zu zeigen, okay, was hat unsere Ernährung eigentlich mit dem Klimawandel zu tun? Warum ist Sortenvielfalt ein total wichtiges Thema? Wie kann man das Gemüse auch verarbeiten? So, wir haben frische Salate zum Beispiel gemacht. Schön. Wir haben Tea-Tasting gemacht mit den verschiedenen Kräutern, die wir angebaut haben. Cool. Wir haben uns ganz
interaktiv mit diesen verschiedenen Themen auseinandergesetzt, mhm. über ein Jahr. Und genau, wir waren an, ich glaube, 7 Schulen insgesamt. Aber also hier in Oldenburg oder auch im Zoo auch? Bisher in Oldenburg, genau. Also aber in ganz verschiedenen Schulformen. Wir waren an der Grundschule, Klingenbergstraße, an der GS Flötenteich, hier GS Kainbrück, an der Liebfrauenschule, BBS 3. Ah, ja. Also wirklich ganz breit mhm. durchmischt. Weil wir eben gemerkt haben, das Interesse der Schulen ist wahnsinnig groß. Wollte ich gerade fragen, wie ist denn das Feedback? Also wollen die das dann auch und setzen die das dann auch um schon? Also wie weit seid ihr da im letzten Jahr gekommen? Genau, also das Interesse war total groß. Mhm. Viel größer, als wir es erwartet haben, ehrlich gesagt. Es gibt ein Netzwerktreffen von allen Schulen mit Schulgärten, wo wir es vorgestellt haben, die auch sehr interessiert daran waren, eben zu erfahren, okay, was kann man auch inhaltlich quasi mit dem Schulgarten machen. Genau, im letzten Jahr haben wir, wie gesagt, mit 7 Schulen zusammengearbeitet. Genau, vielleicht noch die andere Frage, wer uns unterstützt hat. Ja. Vornehmlich haben wir das mit der Bingo Umweltstiftung finanziert. Ach so, okay. Wir hatten dort einen Projektantrag gestellt, worüber wir dann auch eine halbe Stelle finanzieren konnten, die das umgesetzt hat. Schön. Genau, ich hatte damals den Antrag geschrieben und wir haben aber auch von der Wirtschaftsförderung einen kleinen Anteil mitgefördert bekommen. Ach super. Und das hat dann auch für das Jahr dann ausgereicht? Genau. Und das dann auch, ja, schön. Genau, das hat für ein Jahr ausgereicht, aber die Stelle ist jetzt leider ausgelaufen. Wir haben jetzt leider im Moment auch keine Finanzmittel mehr für weitere Kistenbeete. Aber wir kriegen trotzdem ständig weiter Anfragen von Schulen, die gerne weiter mitmachen wollen. Deswegen sind wir jetzt gerade am Überlegen, wie wir an neue Mittel kommen, dass wir zumindest neue Kistenbeete stellen können. Ja, richtig. Genau, weil das Feedback und das Interesse einfach groß ist, weil Schulen auch erkannt haben, dass Ernährung so ein wichtiges Thema ist, aber die Curricula ja sehr festgezurrt sind, gerade am Gymnasium zum Beispiel, sodass es schwierig ist, da selber viel zu machen. Und so, und die Lehrer sind wahnsinnig angespannt, zeitlich einfach, und haben wenig Zeit, da selber etwas anzustoßen. Und da kommen wir ins Spiel. Ja. Wir kommen ja in die Schulen, wir haben alles vorbereitet. Ihr geht richtig rein in die Schulen, auch in die Klassen rein. Genau. Also abstand. Genau, wir kümmern uns eigentlich um alles. Die Lehrer müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass sie Zeit da ist. Und wir übernehmen alles. Wir haben zum Beispiel hier auch so eine Broschüre entwickelt, wo auch die Anleitungen drinstehen, wie man Kistenbeete baut, wo man die Materialien hier aus der Region bekommt und Anleitungen für Lehreinheiten mit so Druckvorlagen, dass man einfach das auch selber durchführen kann, wenn man möchte. Aber man kann uns auch immer anfragen. Also wir kommen auch gerne an Schulen und setzen uns dann mit den Schülern zusammen. Ganz tolle Sache. Und ihr habt schon erklärt, ihr habt daraus auch etwas zubereitet, damit gearbeitet. Genau. Was habt ihr gemacht mit diesen einzelnen Produkten, die da jetzt entstanden waren? Wir haben einmal Salate gemacht. Salate. Und einmal haben wir so ein Tea-Tasting gemacht. Also als wir ein Kräuterbeet in einer Schule nur angepflanzt haben, haben wir dann die verschiedenen Kräuter probiert. So Thymian-Tee, wie schmeckt das eigentlich? Oregano-Tee. Echt, ja? Ja, alles und wie war das Feedback der Kinder? Machen die das alle, oder? War ganz interessant. Manche schmeckt natürlich auch nicht so gut. Aber einfach mal zu zeigen, wie schmecken diese Kräuter eigentlich? Was gibt es eigentlich? Und wie sehen die Kräuter in echt aus? Weil man häufig nur noch diese Dosen hat, die zermahlen sind und eigentlich gar nicht mehr weiß. Weiß gar nicht, wie das aussieht. Aussehen, ja, stimmt. War das dann auch so, dass als die Kinder das dann, vor allem im Salatbereich, man kennt es ja irgendwie, Kinder essen nicht so gerne Grünzeug, so war es bei uns ja früher auch irgendwie. Ja. Aber haben die denn das trotzdem gegessen, dadurch, dass sie das selber angebaut haben? Haben die dann einfach ein anderes Gefühl dazu gekriegt und haben die das dann auch gegessen? Absolut, ja, das war auch ganz spannend, weil Schüler sehr einfach stolz drauf waren, dass sie das selber angebaut haben. Wir haben das zusammen damals angepflanzt und dann konnte man das über die Monate sehen, wie die Pflanzen sich entwickelt haben. Sie haben sich drum gekümmert, sie haben es gegossen, immer zwischendurch gejätet, Es sollte es viel mehr geben, solche Möglichkeiten für Kinder, sich auch mal die Hände wieder dreckig zu machen. Absolut, genau. Und wir haben eben gemerkt, okay, wenn du wirklich praktisch daran gehst an diese Themen, weil ich meine ganz ehrlich, Klimawandel, Umweltschutz und so sind wichtige Themen, aber das theoretisch zu vermitteln, funktioniert selten richtig gut. Und wenn du so einen praktischen Ansatz hast, dann kriegst du die Kinder. Ja, man muss auf Worten auch mal Taten folgen lassen. Ja, genau, das denke ich auch. Cool. Mit welchen Schulen habt ihr das jetzt, oder steht ihr in einer konkreten Umsetzung? Oder mit welchen Kindergärten? Gibt es da irgendwie eine, die sagen, wir machen das jetzt, wir setzen das auch in der Küche bei uns um, wir kochen jetzt mit regionalen Lebensmitteln. Gibt es da schon irgendwelche Bewegungen? Es gibt so erste Schritte dahin, dass wir dieses Jahr gerne eine Regio-Woche mit manchen Schulen umsetzen wollen und tatsächlich eine Woche lang nur mit ganz regionalen Lebensmitteln kochen wollen. Also vom Saatgut bis zur Ernte, dass es komplett aus der Region kommt. Zum Beispiel planen wir das mit der IGS Kreinbrück. Ja.
Die kochen auch selber, das ist natürlich auch erstmal einfacher, um auszuprobieren, wie das funktionieren kann. Genau, wie wir auch die Produkte, ja, also wie wir überhaupt Erzeuger finden hier in der Region, die halt auch in ausreichender Menge dann ja, Produkte zur Verfügung stellen können. Ja, das ist ja halt immer die Schwierigkeit, aber das wollen wir mal austesten, weil wir eben sehen, okay, es gibt einerseits die Erzeuger, die zu uns kommen und sagen, wir suchen einen Absatzmarkt, auch einen festen Absatzmarkt. Und dann gibt es die Schulen, die sagen, okay, wir wollen gerne mehr regionale ökologische Lebensmittel in die Schulverpflegung bringen, aber wir können das selber gar nicht. Also sie können sich einfach nicht drum kümmern, weil da keine Zeit für ist. Und da kommen wir eben mit ins Spiel, dass wir sagen, okay, wir wollen euch dabei unterstützen. Genau. Das ist ja eben auch Teil einer Ernährungswende. Genau. Gerade weil man auf kommunaler Ebene in der Schulverpflegung total viel machen kann. Ja, absolut. Und dann soll das aus dieser Teller oder diese Woche, wann soll das ungefähr stattfinden? September? Irgendwie? September wahrscheinlich, genau. Okay. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Da sind wir jetzt auch mit den Schulen im Gespräch, und wie wir das alles hinbekommen. Und genau, aber September. Okay. Also wenn ihr von der Schule seid oder dass ihr im Elternrat sitzt oder sowas, bringt das mal gerne mit an. Macht das mal als Vorschlag, dass man sich an den Ernährungsrat oder an die Judith direkt wenden kann. Wenn eure Schule, eure Kindergärten oder Sportvereine, das könnt ihr eigentlich alle mitmachen, bis zum Privathaushalt, wenn ihr Lust habt, das Ganze mitzumachen. Auf der Seite findet man dazu auch wieder Informationen. Genau. Ne, letztes Jahr war das ja auch. Genau. So, und dann wollen wir mal zusehen, dass wir das in diesem Jahr noch deutlich mehr. Wie viel haben wir letztes Jahr mitgemacht? Ja, letztes Jahr waren so um die 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Genau. So. Und dieses Jahr wollen wir einerseits natürlich das mit Schulen umsetzen, und aber erstmal mit ein oder zwei Schulen auf kleiner Ebene. Aber wir wollen auch wieder diese Regio-Challenge machen, wo Konsumenten und Konsumentinnen sich selber anmelden können. Eine Woche lang wirklich nur im Umkreis von 50 Kilometern produzierte Lebensmittel konsumieren. Das ist im September einfacher, weil es natürlich viel in der Region gibt, aber ist auch nicht ganz so einfach. Ja, genau, Regio-Challenge ist nochmal wieder was anderes als erst bei euren Schulen jetzt, ne? Das genau. Ist ein Thema. Aber das soll dann auch im gleichen Zeitraum stattfinden? Nee, wahrscheinlich nicht, okay. Aber da sind wir eben auch noch in der Planung, da haben wir noch keinen Zeitraum festgelegt. Okay. Aber genau, wir haben viel in der Pipeline, so, wir haben total viel Lust einfach, neue Projekte anzustoßen. Was passiert denn dieses Jahr an Projekten, an Aktionen? Gib uns mal so einen kleinen Überblick, was dieses Jahr noch so passiert. Bei euch. Genau. Also wir haben einerseits dieses Jahr wieder Kochabende, die wir veranstalten, wo wir mit geretteten Lebensmitteln kochen und wo wir klimafreundliche Rezepte vermitteln wollen. Okay. Genau, wo jeder herzlich eingeladen ist. Die Termine findet man auf unserer Homepage. Mhm. Dann werden wir verschiedene Höfe in der Region besuchen. Ah, schön. Zum Beispiel den Altierhof und den Hof Meier. Mhm. Auch da stehen die Termine auf der Homepage, die weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Das machen wir mit dem ADFC zusammen. Das heißt, wir werden mit dem Fahrrad hinfahren, ganz klimafreundlich. Sehr gut. Und uns dann die Höfe vor Ort anschauen und auch immer eine kleine Aktion haben, was wir vor Ort machen werden. Wir werden die Regio Challenge durchführen, wo eben jeder aufgerufen ist, mitzumachen, 7 Tage lang nur Lebensmittel zu konsumieren, komplett aus der Region. Natürlich auch mit Unterstützung von uns. Wir werden natürlich auch wieder viel Recherche betreiben, wo man was herbekommen kann, gar keine Frage. Dann werden wir, planen wir eine Regio-Woche mit Schulmensen, wo wir gucken, dass wir in der Mensa wirklich in der Mittagspause ein Mittagessen zur Verfügung stellen, nur mit regionalen Lebensmitteln. Wir wollen dieses Jahr wieder eine Schnippeldisco durchführen. Wer vielleicht vom letzten Jahr schon gehört hat, da hatten wir die Schnippeldisco auf dem Hof des neuen Gymnasiums Oldenburg am 24.08. Da waren über 350 Leute, wo wir über 500 Kilogramm Lebensmittel gerettet haben, die sonst weggeschmissen worden wären, die wir dann gemeinsam gestippelt haben bei Live-Musik. Es gab eine Band und einen DJ später. Schön. Und es gab dann einen Koch, der dann leckere Gerichte zubereitet hat. Natürlich ist immer alles kostenlos bei uns. Jeder ist herzlich willkommen. Jeder kann bei uns mitmachen. Einerseits kann jeder bei unseren Aktionen teilnehmen. Andererseits freuen wir uns aber auch über jeden, der Lust hat, das mitzuorganisieren, weil es natürlich immer viel Arbeit ist und ganz viel auf Ehrenamt beruht. Toll. Toll, wofür du dich einsetzt oder ihr euch einsetzt. Wirklich Respekt dafür. Ganz toll. Danke. Gibt es noch etwas, was du gerne uns mitteilen möchtest, was du noch betonen möchtest oder vielleicht vergessen hast zu erwähnen? Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Also woran wir arbeiten, ist ja wirklich das Bewusstsein zu erhöhen, dass Ernährung ein total wichtiges Thema ist und wir hier in Oldenburg und in der Umgebung wahnsinnig viel machen können, um unsere Ernährung regionaler, ökologischer, fairer zu gestalten. Und ich meine, Marien Marktstand macht da ja auch schon total viel. Und da ist auch die Überlegung, dass wir da zusammenarbeiten, auch bei dem einen oder anderen Projekt. Genau.
Und mir ist es einfach wichtig, dass jedem bewusst wird, okay, man kann selber einiges tun, auch bei seinem eigenen Konsum, aber vor allem, wenn man sich politisch engagiert. Und das kann man ganz unterschiedlich machen, entweder bei uns oder genau, sich zu den Ausschusssitzungen kommt oder genau eben schaut, dass man sich dafür einsetzt und zeigt, dass das Interesse da ist für mehr nachhaltige Ernährung. Dass wir dieses Thema wieder zurück in unsere Kommune holen können, dass es nicht auf globaler Ebene entschieden wird von Großkonzernen, wie es bisher halt gerade passiert. Ja, das stimmt. Ja, einsetzen, wichtiges Wort, definitiv. Ja. Schön. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder euch ist noch etwas aufgefallen, ihr müsst jetzt vielleicht was ergänzen oder euch mit einbringen, dann macht es gerne. Wir werden halt die Informationen zu Judith und dem Ernährungsrat noch mit einbringen und unten in die Shownotes setzen. Ansonsten bleibt es mir nur zu sagen, herzlichen Dank. Ja. Na, bis zum dritten Mal dann mal. Ne? Das wird beim nächsten Mal sicher bestimmt. Dann bleibt es bestimmt ja was als Thema. Und wie gesagt, herzlichen Dank und für euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dann sagen wir tschüss. Tschüss.